Je schneller und lauter die Welt wird, umso wichtiger ist ein Ort wie dieser. Hier, im südlichen Teil Ostbelgiens, im romantisch wilden Tal der Ur, wartet die Schönheit der Natur. Das Leben spüren. Tief durchatmen. Man fühlt sich in eine andere Welt versetzt und kann die Natur auf seine ganz eigene Weise genießen. Auf Jung und Alt wartet eine herrliche Gegend für Wanderer, Radfahrer und Mountainbiker. Unterwegs lockt immer wieder die frische regionale Eifelküche entlang des Weges. Mit den übersichtlichen Routen lässt sich die Belgische Eifel mit all ihren Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten mit oder ohne Gepäck perfekt erwandern. Eigentlich heb je in 3 weken Zeit noch nicht genug Zeit, um alles zu verkennen und zu entdecken. Het is een klein dorp met ontzettend veel mogelijkheden. Schritt für Schritt ins endlose Grün. Mit seinen kleinen, aber feinen Kulturdenkmälern, wie zum Beispiel die beliebte St. Hubertus-Kapelle in Wevela. Überall paradiesische Ruhe und ein schier endlos scheinender Wald. Wie schön, dass hier alle ihren Spaß haben. Und jeder seinen Lieblingsplatz findet. Die größte Burgruine der Eifel, die Burg von Reuland, die mit ihren verwunschenen Wegen und Ausblicken ihre historische Bedeutung auch heute noch imposant in Szene setzt. Der traditionelle Sommermarkt und Feste, auf denen man Menschen und ihre Geschichten kennenlernt. Hier sein heißt willkommen sein und zu Hause sein. In einer der zahlreichen Ferienhäuser und Wohnungen kann man nach Herzenslust entspannen. Mit abwechslungsreichen Routenvorschlägen können Pferdefreunde die sanfte Hügellandschaft auf dem Rücken der Pferde erobern. Neues entdecken, die Natur erleben. Lassen Sie sich von dieser Naturlandschaft verzaubern. Das E-Bike ist eine der vielen Möglichkeiten, die Umgebung zu erkunden. An den E-Bike-Verleihstellen ist für alles gesorgt. Europas längste stillgelegte Bahntrasse ist einer der schönsten Radwege quer durch Ostbelgien. Der sogenannte Fennbahnradweg verläuft im Dreiländereck Belgien, Deutschland, Luxemburg. Folgen Sie sorglos der Beschilderung und radeln Sie an den kleinen Orten vorbei, die sich wie eine Perlenkette am Weg entlang reihen. Die Gemeinde Burgreuland ist ein Eldorado für Wanderer. 35 ausgeschilderte Wanderwege, grenzüberschreitend nach Luxemburg oder Deutschland. Ein kleines Stück Europa. Entdecken Sie eine idyllische Region, die mit ihrer Natur und Kultur die pure Lebensfreude entfacht. Nehmen Sie sich Zeit, auch für die kulinarischen Köstlichkeiten. So ziemlich die schönste Art, Burgreuland zu genießen. Herzlich willkommen in diesem kleinen Juwel im Süden Ostbelgiens.